Ladies and gentlemen, it's showtime. Gynecos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Gynecos. Freunde, sehr gute Nachrichten. Wir reduzieren die Whey- und Kreatinpreise und zwar drastisch, kurz und bündig. Für uns sind die Konditionen besser geworden. Wir geben das an euch weiter. Das Ganze heißt im Umkehrschluss Verum Whey Konzentrat für 25 Euro pro Kilo, Crea Basic für 15 Euro pro 500 Gramm. 10% on top für euch mit dem Code Podcast. Gynecos-shop.com ist die Adresse. Gönnt euch reichlich und ich wünsche euch viel Spaß bei der neuen Episode. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Gynecos Podcasts. Ihr da draußen habt es euch vielfach gewünscht, dass Roman Fritz wieder als Gast am Start ist. Ich habe ihn gefragt, er hat ja gesagt und hier sind wir am Karfreitag, um zusammen für euch was aufzunehmen. Roman, vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Gynecos Podcast. Hey, danke. Ja, ich freue mich immer dabei zu sein. Weißt du ja. Ja, cool, dass es geklappt hat. Ich freue mich, dass du da bist. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Gib uns mal ein Update. Was macht die Hüfte? Wie geht's dir allgemein? Was macht das Leben? Die wir vor 2 Jahren operiert haben, die ist ja sowieso cool. Also problemlos. Diese neue rechte ist nicht so gut, muss ich sagen. Ja. Die fühlt, ich weiß nicht, ob ich mich bloß nicht mehr dran erinnern kann. Aber irgendwie ist die fühlt sich so locker an, so schwammig. Nicht so fest wie die andere. Aber es kann auch sein, dass ich einfach bloß nicht mehr genau weiß. Und die andere ist mittlerweile so fest, dass ich jetzt diesen Vergleich habe und erst wieder, dass das erst wieder reinwachsen muss im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, aber geht schon. Also meinst du, das könnte sich auch wieder von Zeit zu Zeit jetzt legen und du hast vielleicht, weil die andere so gut ist, schon vergessen, wie die vielleicht am Anfang auch nicht ganz so stabil war? Fühlt sich so ein bisschen so halt noch so schwammig an. Aber das ist halt auch erst im Dezember gewesen. Also 3-4 Monate. Das ist schon, normalerweise macht man ja nicht nach 3 Monaten die Sachen, die ich mache mit so einer neuen Hüfte. Was war denn der Grund, dass du dieses Mal mit der Hüftthematik nicht so transparent und outspoken warst, sag ich mal, wie bei der anderen Seite? Ja, weil mich das genervt hat, dass dann wieder der gleiche Scheiße kommt wie letztes Mal. Dass alle sagen, ja, ich hab's gewusst, jetzt ist endgültig vorbei. Und ja, weißt schon, die ganzen Spekulationen, dass dann wieder irgendwelche Vollidioten Videos über mich machen müssen und Reactions und weißt schon, dann dachte ich mir, ich mache einfach, leck mich am Arsch. Weißt schon, ich konnte mir diese Flut von Negativität, mit der ich letztes Mal überschüttet wurde, nicht nochmal antun. Hast du mal überlegt, das einfach gar nicht zu sagen? Ja, habe ich. Warum hast du dich dagegen entschieden? Ich weiß nicht, da gab es irgendeinen Grund, aber ich weiß nicht mehr genau. Weil ich glaube, wenn du das gar nicht gesagt hättest, auch bei der ersten nicht. Ohne Scheiß, ich glaube, es hätte gar keiner gemerkt. Ja, aber doch, ich bin ja schon immer, ich war ja schon lange nicht, wie soll ich sagen, da ist ja eine größere Zeitspanne dazwischen, die einem im Nachhinein immer viel kürzer vorkommt, aber man ist ja dann von der Bildfläche verschwunden, so eine Zeit lang, ja. Und dann ist halt, habe ich halt einfach, also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte mir nur, ich sag nichts vorher. Mhm. Und dann nachher, wenn es wieder alles in Ordnung ist, wenn
kann ich die ganzen Leute immer noch enttäuschen, dass ich noch lebe. Ist so eine künstliche Hüfte leichter oder schwerer belastbar als ein, ich nenne es mal, nicht ersetztes Gelenk? Das wollte jemand wissen und du kannst ja mittlerweile einen guten Vergleich ziehen. Ich würde sagen, sobald die richtig drin ist, eingewachsen, sobald die Kapsel voll zu ist und alles festgezurrt, ist sie theoretisch schwerer belastbar und auch ausdauernder oder weniger verschlissen. Die wird weniger verschlissen, weil es ist Titan, Keramik und Polyurethan. Plastik. Und sowas reibt sich halt nicht durch. Nicht so wie so ein Knorpel auf Knorpel. Weiß ich nur. Ja. Ich habe gesehen, du hast jetzt gerade auch gesagt, du hast keinen Bock mehr auf die Negativkommentare. Du bist allgemein etwas kürzer getreten auf YouTube, passt auch genau in diese Kerbe rein. Was ist der Anlass für den geringeren Output? Du warst ja eine Zeit lang echt übermäßig aktiv sogar. Ja, ich habe fast 3 Monate lang jeden Tag ein Video gemacht. Das war krass, ja. Es hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann hat es mich dann genervt, dass ich immer nur... Also es sind auch schon viele positive Kommentare dann da gewesen. Aber es war immer nur so... Also die Hälfte ist halt immer nur Leute, die einen so... Ich will nicht rumjammern. Weißt du, ich meine... Es hat dann irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. So richtig. Und dann habe ich halt ein bisschen, bin ich halt wieder, habe ich mach jetzt eigentlich wieder das Gleiche wie vorher. Ja. Lustig fand ich vor allem das. Ich habe vorher auf YouTube so 2-3 Videos gemacht im Monat. Auf Deutsch. Ja? Und dann dachte ich mir, ich mache auf Englisch. Das versteht jeder. Mal ganz ehrlich, was ich sage, versteht jeder. Und ja. Die Leute heutzutage, wenn du mal überlegst, die Hälfte von dem, was die von sich geben, ist sowieso Englisch. Also nichts jetzt gegen den Justin oder so oder den Max. Das, ich meine nur als Beispiel. Die sagen nur Progress, Meals, Squat. Also alle diese Schlagwörter, die wichtig sind, sagt man heutzutage sowieso auf Englisch in Bodybuilding. Weil wir sagen immer noch, wir sagen auch nicht Körperkulturistik wie früher in der DDR. Ja. Also die Schlagwörter, die jeder versteht, ich meine, die Leute essen ja nur noch Chicken. Es isst ja keiner mehr Hühnchen. Ja. Oder Rice Meal. Oder Oatmeal. Egal was, immer nur Englisch. Porridge. Zum Beispiel, ja. Und dann mache ich jeden Tag ein Video auf Englisch plus die 2-3 Videos, die ich auf Deutsch gemacht habe. Also das Englische kommt on top. Ja. Dann bekomme ich ständig Kommentare. Boah, hier ist ja nur noch Englisch jetzt. Ich bin raus. Ich abonniere dich. Du arrogante Sau. Was machst du auf Englisch? Was bildest du dir ein? Du bist Deutscher. Du hast deutsches Content. Du hast deutschen Content zu machen. Ja. Mir so, ja, komm, ey. Passt schon. Und wenn man sich das dann, wenn man dann 3 Monate davon so richtig also bombardiert wird, dann denkt man sich nur noch so, komm, ich mache wieder so wie vorher. Und dann passt. Passiert das dann auch, dass Leute dich deabonnieren? Ja. Ich habe jeden Tag mindestens eine Nachricht bekommen. Hey, hier ist du auf Englisch jetzt. Ich bin raus. Hier ist auf Englisch jetzt, bin nicht mehr dabei. Und so. Und dann dachte ich mir, erst halt das Ding ist, ich will nicht so rumjauern, aber das Negative, das nagt an einem. Man ist so in der Lage, eine Zeit lang das auszublenden, aber irgendwann trifft's, also kommt's dann schon durch, so. Durch die Spale so, ja. Ja, ich habe mich gefragt, ob du wirklich so viel negatives Feedback bekommst oder das für dich einfach nur so schwer wiegt, diese geringe Menge.
Ich kann das selbst von mir irgendwie nachvollziehen. Ich hatte es früher auch, dass jeder böse Kommentar einen so hart genervt hat, aber unterm Strich waren es so viel mehr positive Kommentare und die Like-Dislike-Balance gucke ich mir mal an. Die ist dann meistens so, keine Ahnung, bei 95 zu 5. Und dann muss ich mich so fragen, sind diese 5% für mich wirklich relevant oder fokussiere ich mich nicht auf diese positiven Leute, die Bock drauf haben? Ja, das stimmt schon. Aber es gibt auch Leute, die rufen auch mein Handy an, um mich zu beleidigen. Was? Ach so, du hast, ich will es jetzt nicht sagen, aber du hast irgendwo drin wahrscheinlich im Shop oder so. Ja, die rufen da an. Ja, das ist hart. Und sagen nur, hallo? Ja, ich wollte nur mal anrufen und sagen, was du machst, ist echt scheiße. Ich finde dich voll scheiße. Und dann sage ich so, was? Dann denke ich, also dann kriegt man, ich sage, hallo, ja, also ich geh halt hin, sag, wer ist da? Ja, oder ich sag Fritz. Und dann so, ja, ich wollte nur mal sagen, dass du echt scheiße bist. Oder so. Und dann sage ich so, was, wer ist denn da überhaupt? Dann denkt man erst bei den ersten Malen, das ist ein Witz. Ja. Aber irgendwann ist dann schon so, wieder ein Anruf aus, dann sieht man ja manchmal die Nummer, nur den Ort, so Frankfurt oder irgendwie so, gehe ich schon gar nicht mehr hin. Oder ich heb nur ab und leg's dann auf den Tisch. Und dann hörst du zwei so flüstern, so, setz dann, hörst du das? Ja. Und dann hört man nur so Gerumpel, irgend so Gelache und dann legen die wieder auf, weil ich halt einfach nichts sage, ich leg's nur auf den Tisch mit Lautsprecher und warte. Aber sowas ist öfter passiert, wo ich krieg WhatsApp-Nachrichten, ganz lange, so Texte, wo jemand mich so psychisch analysiert und sagt so, ja, ich gehe davon aus, dass du psychisch krank bist, weil bla bla bla, man erkennt es an deiner Arroganz und mir so, was für eine Krankheit ist es, wenn man jemanden, den man nicht kennt, so eine Nachricht schreibt? Gibt es dafür auch irgendein Krankheitsbild, ja? Naja, also sowas ist schon passiert und man denkt immer, man ist transparent und so offen und alles und dann denkt man und dann im Nachhinein bereut man es dann. Machst du dir dann Gedanken, also wenn jemand zu dir sagt, du bist arrogant, ich weiß nicht, wo es herkommt, ich würde dich nicht als arrogant bezeichnen? Aber ich weiß, wo es herkommt irgendwie, es ist aber nicht das richtige Wort. Die kennen mich halt nicht. Ja. Ich weiß noch einmal auf der FIBO, gell? Anscheinend war das auf der FIBO. Mhm. Da habe ich in so einem Forum mitgelesen. Und anscheinend war das so, da steht einer, der ist ein Typ, sagt so, ich habe auf der FIBO Roman Fritz getroffen, der war ganz nett, bla bla bla. Dann schreibt ein anderer hin, nee, das ist voll das arrogante Arschloch. Dann sagt der eine, warum? Und dann sagt der andere, keine Ahnung, ich habe ihn mal am Stand stehen gesehen und da hatte ich den Eindruck. Also der hat gar nicht mit mir geredet, der stand, hat mich gesehen, wie ich an dem Stand war und hatte den Eindruck, ich bin arrogant Arschloch. Man muss auch nicht jeden Eindruck, den man eventuell gewonnen hat, mit der Menschheit teilen. Dann hat mir so, okay, du hast schon. Ja. Also, und ich glaube, der David Hoffmann, der bekommt das auch oft, glaube ich. Der ist nämlich so ähnlich wie in der Öffentlichkeit. Der ist nicht so wie jetzt zum Beispiel der Rico, dass er so, hä? Und jeden so freundlich und war und so sensationell. Ja. Sondern es steht halt eher so da, so ja, danke. Weißt schon, der ist nicht so offen. Ja, du bist einfach reserviert, würde ich sagen. Und dann ist man aber gleich arrogant. Und ich glaube, es liegt daran, auf Social Media, die Leute sehen dich jeden Tag, mehr oder weniger, auf irgendeinem Instagram-Beitrag oder YouTube-Video
oder in irgendeiner Werbung oder sonst irgendwo. Und mittlerweile und irgendwann entwickelt sich bei denen so die Illusion, sie wären mit dir befreundet. Das nennt sich parasoziale Beziehung, habe ich gelernt. Okay. Ja. Die werden deine Freunde. Mhm. Und dann treffen die dich in echt und denken oder haben diese Illusion halt, sie haben erst gestern mit dir geredet. Ja. Aber du hast die noch nie in deinem Leben gesehen. Und dann kommt jemand zu dir und fasst dich an und so und ist dein bester Freund und du denkst so, wow, wer bist du? Also, nichts für ungut, aber nimm mal bitte, also weißt schon, ja? Und dann ist man arrogant, weil man die halt so zurück abgewiesen hat oder zurückgewiesen hat. Mhm. Aber für dich oder für jeden normalen Menschen ist es was absolut Außerirdisches. Stell dir mal vor, ich gehe in irgendeinen Einkaufsladen, also so, was weiß ich, Lidl oder sowas, und hau irgendeinem Typen, den ich kenne, auf die Schulter und sage, hey, wie geht's, und bla bla bla, und dann sagt er so, was wollen Sie von mir? Ja. Ja. Das ist genau die gleiche Situation, in der ich auch bin. Ja. Aber die Leute denken, wieso reagiert der so? Kennt ihn seit 10 Jahren. Ja, ist komplett merkwürdig. Was war denn dein Gedanke, beziehungsweise dein Vorhaben mit dieser The Growth-Serie, wo du ja schon sehr klar auch viele Dinge am Whiteboard angesprochen hast, fand ich beispielsweise sogar sehr cool. Also du hast zumindest gesagt, wie das andere Leute im Profizirkus eventuell praktizieren. Ja, genau, das war mein Gedanke. Um den Leuten so viel offen zu legen, wie möglich. Weil ich sehe so in Social Media, andere reden, nicht alle jetzt, aber manche, und dann erzählen die Sachen, die sind einfach gelogen. Also, und wenn ich zu so einer Sache wie Steroidkonsum oder irgendwie sowas, wenn ich da was dazu sagen möchte, dann sage ich die Wahrheit. Punkt. Und wenn die Wahrheit für mich unangenehm ist, dann mache ich so wie der Sam Sulek und sage gar nichts. Aber gar nichts, gar nichts. Genau. Ich sage nichts dazu. Ich tue so, als ob das Thema, ich halte mich aus dem Thema raus. Oder ich sage, was los ist. Aber ich komme nicht her und sage, jeden dritten Tag 150 Hesto Propionat und was bei irgend so Dosierung, die nicht mal in der Frauenklasse benutzen, aber wird beim Mr. Olympia kommt da ins Finale. Weißt du schon, sowas, das macht man nicht. Ja? Weil dann, ja, das macht man. Ich bin einfach der Meinung, dass wenn man über irgendwas redet, dann sagt man die Wahrheit oder man sagt nichts. So. Jeder kann ja sagen, wenn man gefragt wird, so wie der Tobias Hane, der sagt gar nichts. Er hat einmal gesagt, ich will nichts darüber sagen, zwar vor ein paar Jahren schon, der hat nie irgendwas zu dem Thema gesagt. Und wenn man sich dazu äußern möchte, zu egal was, dann äußert man sich einfach ehrlich und erfindet nicht irgend so ein Schwachteln. Und das hat mich halt aufgeregt. Und ja. Wie war das Feedback zu dieser Aufklärung, sage ich jetzt mal? Was positiv, so im Kontext dieser Aufklärung eben und nicht, keine Ahnung, dass du dein Mikrofon an der Mütze trägst oder dass der Ton schlecht ist oder was weiß ich, was die Leute alles immer zu meckern haben. Das war nur gut. Ja. Manche haben halt geschrieben, also die waren so ein bisschen ungläubig, die dachten, was? Ja. Aber im Großen und Ganzen war das alles okay, danke. Mhm. So, das war so der Tonus. Mhm. Ja.
Fand ich auch cool. Ist respektabel, fand ich das auf jeden Fall, dass du dich da einfach vors Whiteboard stellst und englische Vorträge hältst, aber du bist schon allgemein jemand, der so eigentlich immer mit dem Kopf eher in Amerika ist als in Deutschland, oder? Du treibst dich dann auch so, was Content angeht, wenn du mal selbst was verfolgst, eher in englischsprachigen Bereichen rum. Ja, ich guck wenig bis gar keine Trainingsvideos von anderen Leuten an. Weder auf Deutsch noch auf Englisch. Hm. Auf Deutsch grundsätzlich nur ganz wenig. Weil da sind zu viele so Schwätzer. Und ich habe das Gefühl, alles, was die Leute auf Englisch, also in den USA oder sonst irgendwo, vor ein paar Jahren schon gesagt haben, wird jetzt bloß hier auf Deutsch gesagt. Mhm. Nur theoretisch. Weißt schon, so, keiner hat das wirklich irgendwie gemacht oder durchgezogen. Die haben einfach nur ein paar Begriffe auf Lateinisch auswendig gelernt, reden dann schlau daher, als ob sie sich voll auskennen würden und als ob sie 20 Jahre Erfahrung hätten. Aber eigentlich wiederholen sie nur so ein paar Hormonabkürzungen, haben gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht oder haben keine praktische Erfahrung damit. Und versuchen dann die Leute mit ihrem Kauderwelsch einzulullen und ihr Produkt oder ihr Konzept halt zu verkaufen. Hm. Und das sehe ich ganz oft. Und das nervt mich dann schon irgendwie. Und dann kann ich mir das nicht anschauen, weil da gibt Leute, die labern irgendwas von diuretischen Steroiden und so, die so Winstrol, das ist ein diuretisches Steroid. Ich bin Schwachsinn mit dem Diuret. Du weißt schon. Ja. Wenn man davon hart wird, heißt es nicht, dass es diuretisch wird. Also, so ein Scheiß. Ja. Hauptsache irgendwas auf cool Lateinisch gesagt. Ja. Und. Ja. Das ist deswegen, ich gucke mir Sachen auf Englisch an, vor allem viel so, wenn der Dr. Scott Stevenson irgendwas macht, ja, aber dann halt ein paar lustige Podcasts, wie der die Think Big Bodybuilding Media, wenn der Ron und der Dusty und der Scott, wenn die miteinander reden, aber das ist halt die Hälfte Bodybuilding und der Rest ist so, wie sagen sie immer, Hookers and Blow. Mhm. Wenn du jetzt mal so nach einem halben Jahr Reflexionszeit Revue passieren lässt, was da im letzten Herbst alles passiert ist, was du erlebt hast, wie hast du persönlich dieses Event Mr. Olympia wahrgenommen? Das Event selber, es war auf jeden Fall cool dabei gewesen zu sein, ja. Erstmal grundsätzlich. Aber selbst, es ging ganz schnell vorbei, obwohl ich mir vorher vorgenommen habe, das zu genießen und wirklich so im Moment zu leben. Habe ich auch teilweise, wo ich stehen geblieben bin und durchgeatmet habe und mal so rumgeschaut habe. Ja, das habe ich, finde ich, gut gemacht. Für mich selber. Aber grundsätzlich ist es schon sehr rasch alles. Also es geht schneller vorbei, als man denkt. Mhm. Weil du hast ganz viele Termine, die du einhalten musst. Und ganz viele Sachen, die du halt von der Liste kreuzt oder kreuzen musst. Das ist wieder wie bei jedem anderen Wettkampf. Mhm. Und dann ist es so, es ist der Ehren. Man denkt so, geh da hin und hab Spaß, sagen die Leute, ja, du musst das genießen. Ja, nicht so wirklich, weil das ist ja kein Spiel, kein Spaß. So. Du musst da schon ernsthaft dabei sein im Kopf und mit den ganzen. Es ist nicht so, wie wenn man so nach Disneyland fährt, wo man hat da Spaß, sondern es ist so, als ob man
in Disneyland arbeitet. Mhm. Weißt du, ich meine, also das ist kein... Ja, du musst zu einer bestimmten Zeit da sein und deine Pflichten halt erfüllen. Sonst, sonst läuft Fahrgeschäft nicht. Ja. So. Ja, das stelle ich mir für euch Athleten noch viel schlimmer vor. Also wir waren ja auch dort und haben, ich sag's auf Deutsch, Inhalte produziert. und da hörst du auch von anderen, ey, voll cool, ihr wart in Orlando, wie war's, USA? Und ich sag so, war wie in Deutschland, ich habe nicht so viel von Orlando gesehen, wir haben dort gearbeitet. Das ist jetzt ein spaßiges Arbeiten, aber es ist kein Spaß. Ja, genau. Und man ist halt unter Druck. Ich wette, ihr seid auch unter Druck. Ja, klar. Weil ihr eure Videos müsst zu einer bestimmten Zeit so schnell wie möglich online sein. Am besten bevor das Video von der Pressekonferenz ist am besten online, bevor die Pressekonferenz überhaupt angefangen hat. Ja. So ungefähr, ja. Und so ist halt auch bei, für uns Athleten, du kannst da nicht, du musst halt gut ausschauen auf der Bühne, das ist unterm Strich alles. Aber was da alles reinfließt in diese 20 Minuten zweimal, die man auf der Bühne ist, können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen. Auch wenn die schon mal Wettkämpfe gemacht haben. Weil es ist was ganz anderes, und ich weiß das ja selber, wenn ich früher von Garching nach Erlangen in der Früh 2 Stunden mit dem Auto zur Bayerischen Meisterschaft gefahren bin und da mitgemacht habe, als wie wenn ich fast eine Woche vorher um die halbe Welt fliege, in irgendeinem Apartment bin, wo ich nichts habe, was den Umständen von meinen eigenen 4 Wänden entspricht, ich mir fremdes Essen kaufen muss, fremdes Wasser trinken, ich trinke da kein Leitungswasser zum Beispiel, das ist ein Umstand, ja. Dann Mietwagen, neues Fitnessstudio, Tanning-Termine, Meet the Olympians, Athletenbesprechung, dann Vorwahl an dem einen Tag, dann die Finale an dem nächsten Tag und du hast nur so Termine, das ist alles nicht normal. Du bist ja schon eine Woche jetzt mindestens im Ausland und lebst so von Kreditkarte und also das ist was ganz anderes, als wie wenn ich einfach in der Früh aufstehe. Ich fahre schnell nach Erlangen, mache meine 3 Runden Posing, mehr oder weniger, und fahre wieder nach Hause. So. Und dann ist halt auch immer so, dass die sich nicht an den Zeitplan halten. Ah, brutal manchmal. Dieses Mal war es nicht so schlimm, aber man hätte es besser machen können. Mhm. Ja. Und vor allem ist ja die Vorwahl und das Finale, die sind ja abends um 9:30. Ja. Dann sind die Leute immer, die sind gar nicht so hart. Ja. Ich meine, wie siehst du aus am Abend um 9:30? Weißt schon, also. Nach 8 Meals. Ja, und vor allem weil morgens um 9:30 sah ich anders aus. Ja. Aber abends um 9:30, vor allem hat das Lustige, das Blöde ist ja auch, du hast dann schon den ganzen Tag Zeit gehabt, dich irgendwie da dumm zu denken, also nervös zu denken. Mhm. Diese. Mhm. Ja. Abends um 9:30, ja. Oh. Und sagen die, und da, dann liegt man hinter der Bühne rum ewig lang. Ich meine, das ist bei den Amateurwettkämpfen auch so. Aber jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, wie da so die Form verrutschen kann. Und das ist halt was ganz anderes, als wie man in der Früh rankommt. Vor allem als Junior oder so. Bei John, da bist du ja mittags fertig. Mhm. Und dann aber du sagst schon, halt nochmal. Ja, du sagst schon,
vom Nervositätslevel, ist es was anderes, bei Mr. Olympia zu stehen als auf einem anderen Wettkampf? Auch für dich jetzt, der so eigentlich schon viele Wettkämpfe gemacht hat und recht abgeklärt sein müsste? Ja, natürlich. Logisch. Aber die ganze Saison grundsätzlich war es immer besser. Was die Aufregung betrifft, weil ich habe ja dann irgendwann 10 Stück gemacht. Und dann war es so, ja, komm, ich mache wieder Farbe drauf und stelle mich da wieder hin. Das war dann schon ganz angenehm. Aber Mr. Olympia ist halt doch was anderes. Vor allem, weil dann halt alle auf dich gucken. Schon, also alle. Ja. Was gibt's denn für Pflichttermine bei Mr. Olympia? Jetzt mal abseits von Tanning und Registration etc. Du hast gesagt, Meet the Olympians. Ich würde sagen, wir waren relativ früh da, nicht ganz am Anfang, aber du warst zum Beispiel nicht mehr da. Musst du da sein? Doch. Ich war da, ja. Die ganze Zeit. Ich war da bis eine halbe Stunde vor Schluss. Okay. Vielleicht. Also ich war auf jeden Fall eine halbe Stunde. Vielleicht war ich gerade auf dem Klo oder so. Ich hatte dein Schild in der Hand sogar, tatsächlich. Es gibt Videomaterial, wo ich dein Schild in der Hand habe. Aber ich war ja genau neben dem Justin Shire. Mhm. Dann war der Chris ist einmal vorbeigekommen. Und dann war ich mal beim Nick am Tisch. Und beim Hunter. Ich bin auch ein bisschen rumgelaufen. Es kann sein, dass ich gerade. Dann habe ich ganz lang mit dem Vigorous Steve und dem Chase Irons geredet. Das sind so zwei YouTuber. Mhm. Da musst du ja ständig aufs Klo. Mhm. Weil du ja die ganze Zeit trinkst. Musst du dort sein? Hm? Ist das ein Pflichttermin? Also musst du da erscheinen? Ja, es ist immer so, man muss nicht wirklich, aber es ist halt so nach dem Motto, es ist halt besser für dich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, deswegen macht auch jeder erstmal, wenn er reinkommt, so ein Social Media Post auf Instagram mit seinem Schild, dass auch jeder sieht, hey, ich war da. Mhm. Okay. Mhm. Also es ist besser für dich, wenn du hingehst. So, ja. Ja. Willst du deine Gains und deine Performance im Gym aufs nächste Level bringen? Wenn sich das gut anhört, dann helfen wir dir im Gynikus Coaching dabei, genau das zu erreichen. Wir erstellen einen Trainings- und Ernährungsplan, der auf deine Bedürfnisse angepasst ist und betreuen dich in einem echten 24/7 erreichbaren Coaching. Klick einfach auf den Link in der Beschreibung, dort kannst du ein Erstgespräch mit mir buchen. Wir tauschen uns ganz unverbindlich über deine Situation aus, besprechen deine Ziele und schauen, wie wir dich bestmöglich unterstützen können. Du hast ja irgendwo am Ende das Ziel erreicht, dich zu placen. Du bist 14. geworden hinter Theo Legurier und Andrea Presti. Wie hast du das Ergebnis für dich eingeordnet? Meinst du, wenn du nicht beim Meet the Olympians gewesen wärst, wärst du 15. geworden? Weiß man nicht, ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, die ganzen Bewertungen waren alle fair. Grundsätzlich. Ja. Ich fand's nicht so, dass jetzt jemand da, so mit Schiebung oder irgendeine Vetternwirtschaft, es ist schon alles so abgelaufen, wie es ablaufen hätte sollen. Und ich glaube, jeder hat die Platzierung bekommen, die er verdient hat. Also von R1 bis letzten. Ja. Ich würde die Aussage tatsächlich so mitgehen. Zumindest würde ich sagen, ich möchte nicht immer maximal negativ alles interpretieren. Ich glaube halt einfach, hätte man Argumente finden können, dich auf 13 zu setzen oder auf 12, definitiv. Aber ich denke trotz dessen, dass es der größte Wettkampf der Welt ist im Bodybuilding, die gucken da nicht mehr so genau hin, um diese Unterschiede zu machen. Ja, denke ich auch. Aber ich fand schon den Theo besser als mich. Ja? Ja. Ja, ist ja zumindest selbstkritisch. Ich habe auf jeden Fall gedacht, man hätte weiter vorne, aber da habe ich vielleicht auch so die deutsche Fanbrille auf. Vor allem dann im Finale. Fand ich ihn besser als mir. Mhm. Ja. Und dann da in Japan, ein paar Wochen später, da dachte ich jetzt nicht, dass ich Vierter werde. Ja. Da dachte ich mehr so Zweiter.
Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Es ist halt Geschmackssache. Mhm. Aber da war ich schon fertig dann, ich sag dir. Da war ich dann. Ja, körperlich, mental wahrscheinlich, aber was macht es von der Nervosität, wenn du irgendwie 2-3 Wochen vorher bei Mr. Olympia standest und dann nach Japan, nach Prag oder irgendwie wieder nach Italien gehst zu einem Wettkampf, da sagst du doch eigentlich, boah, mir kann niemand mehr irgendwas, das ist jetzt eigentlich easy. Ja, so war es auch. Was den Wettkampf betrifft, war das mehr so, ah ja, okay, ich mache jetzt noch ein, das war wie so, also es waren dann mehr so vom Komfort-Level war das mehr so wie Gastauftritt. Das schon, also das ja. Ist, nicht, dass ich das jetzt nicht ernst nehme, aber das war ja das Ziel oder eins der Ziele dieses Unternehmens, dass es irgendwann so Routine wird. Wenn ich jetzt immer noch fett nervös wäre, wie beim ersten Mal, dann wäre ja völlig verfehlt, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Man schaut dir mal an, zum Beispiel, der ist immer noch Welten entfernt, aber wenn, ich habe schon Wettkämpfe gemacht mit Dexter Jackson. Ja. Mann, der ist so entspannt, hey, da hinter der Bühne, da weißt, also wirklich, und auch die Tage davor im Hotel, das ist so richtig. Ja, genau, jetzt bin ich halt hier. Ich mach da mit. Morgen ist der Wettkampf. Kann mal jemand Farbe drauf machen? Ja, okay. So, das ist richtig so entspannt halt, gell? Hm. Und nicht irgendwie aufgeregt oder ernst oder angespannt, sondern das ist ja das Ziel an der Sache. Hm. Ja. Hm. Was würdest du bei einer erneuten Olympiateilnahme anders machen? Oder anders gefragt, was hast du über dich und deinen Körper aus der letzten Saison gelernt? Trinken ist so eine ganz spezielle Sache, die auch aber immer wieder individuell abhängig ist von der Umwelt, von der Außentemperatur und so. Aber auf jeden Fall ist eine Sache, dass ich nicht zu wenig trinken darf. Darauf muss ich sehr achten. Ja. Und ich muss mehr in Posing investieren. Ich habe gemerkt, ich bin sehr schlechter Poser, aber nur, weil ich nicht so flexibel, mobil bin im Rücken und so. Zum Beispiel habe ich Riesenprobleme, mich einzudrehen. So und so in den seitlichen Posen. Desto, wie manche das so mit Leichtigkeit machen, und bei mir fühlt sich das manchmal so an, also ich arbeite jetzt dran, gell? Wie so ein, als ob ich so eine Blockade hätte. Ich kann da nicht weiter drehen. Dann sagt der Milos, ja, du musst mehr drehen. Ich kann wirklich nicht. Wie festgeschraubt, so in meiner Wirbelsäule. Und dann kann man halt nicht so diese, weil das Ziel ist anscheinend, dass du, selbst wenn du seitlich stehst, noch so viel Fläche von dir zeigst wie möglich. Mhm. Also nicht so, sondern halt so, mhm. Ja. Aber teilweise ist es bei mir so, ich denke, es geht nicht weiter hier. Und auch ist es so, wenn in den Vierteldrehungen, auf der einen Seite sieht die Vierteldrehung viel besser aus als auf der anderen, weil ich mich auf der einen Seite weiter drehen kann. Und dann arbeite ich jetzt an so Rotationsgeschichten mit der Wirbelsäule. Auch nicht nur wegen Bodybuilding, sondern auch wegen der normalen Gesundheit. Ich kenne das. Früher bin ich im Auto gesessen und habe mich einfach so umgedreht und nach hinten gestaut, wenn ich rückwärts gefahren bin oder so. Gell? Jetzt habe ich ganz lange immer diese Kamera benutzt, die ja jetzt jeder vorne hat. Früher hatte ich kein so ein Auto. Und dann habe ich das mal gemacht, mich so umgedreht. Ich kann gar nicht mehr diesen Sitz hier greifen, weißt schon, wie das der Papa immer gemacht hat früher. Mhm. Und so, dann, so weit komme ich gar nicht mehr hin. Mhm. Ja. So, dann sowas muss ich halt. Und dann habe ich das mal so mit Gewalt gemacht, hat es erstmal voll geknackst. Mhm. Hey, Mann.
Jetzt arbeite ich daran mit meinem Physiotherapeuten. Mhm. Er hat mir ein paar so Übungen gezeigt. Und ich mache das jetzt immer. Das ist so Teil meines Ablaufs geworden. Mhm. Jetzt kann ich sehen, dass ich nicht nach hinten schauen kann. Also Trinken und Mobility, sagst du es auf jeden Fall ganz ja, oben auf der Liste. Also Posing ist wichtig. Auf seinen Flüssigkeitshaushalt achten, nicht so übertreiben, nicht so das limitieren. Habe ich wirklich gemerkt bei so Wettkämpfen, wenn ich so Experimente gemacht habe, mehr, weniger, ja. Und was ich für mich gelernt habe, ist, sobald ich in Form bin, kann ich es eigentlich nicht mehr verkacken. Egal, was ich mache. Weil schon, wie manche immer sagen, oh ja, am letzten Tag oder beim Aufladen in der Peak Week ist alles schief gegangen. Dann denke ich mir, wenn du richtig in Form bist, da kannst du so gut wie machen, was du willst, da geht überhaupt nichts mehr schief. Du kannst es gar nicht mehr. Kann gar nicht mehr schief. Warst einfach nicht ready, wenn du was verkackt hast. Genau. Ich höre mal diese Ausreden, ja, in der Peak Week, da ging alles den Bach runter. Und dann denke ich mir so, also wenn du wirklich, wirklich bereit für den Wettkampf warst, dann kann das nicht, dann hast du nicht auf einmal irgendwo Falten oder so, die du vorher nicht hattest oder sowas, ja. Du warst einfach dann nicht fertig. So. Weil ich habe wirklich Sachen gemacht, so mit Aufladen und Trinken und so, wo ich mir dachte, oh, jetzt läuft alles über, gell. Dann ist entweder nichts passiert oder es sah besser aus als vorher. Mhm. Ja. So. Das hast du alles immer mit Maren gemacht, quasi, die drüber geschaut hat? Ja, manchmal hätte ich schon ein bisschen eher auf die hören sollen, glaube ich. Sonst habe ich niemanden was gefragt, beim Lied gelernt haben. Also du meinst nicht, du hast ja auch schon mit vielen zusammengearbeitet. Du hast ja auch schon erzählt, dass... Das weiß ich noch. Ich glaube, das war der letzte oder vorletzte Podcast, wo du meintest, du hast mit jemandem zusammengearbeitet, dem du Geld gegeben hast und der dich dann nicht richtig betreut hat, beispielsweise. Also du hast ja schon unfassbar viele Erfahrungen gemacht. Glaubst du, es gäbe vielleicht noch irgendjemanden, der dir noch so die letzten 10% vielleicht besser machen könnte? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ja. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich wahrscheinlich schon. Ziemlich mit Sicherheit. Ja. Aber ich bin ja jetzt schon älter. Und sagen wir, ich fange jetzt an, irgendwelche Experimente mit fremden Leuten zu machen. Okay. Da habe ich ja auch immer den Gedanken im Hinterkopf. Was ist, wenn das absoluter Scheiß ist? Mal wieder. Ja. Und ich habe nur noch 5 Jahre, 4 Jahre, 3 Jahre, je nachdem, ja. Dann ist eins von denen schon wieder weg. Weißt schon? Wenn jetzt jemand so wie der Emir ist und der ist 25 und der weiß, er hat noch 15 oder 12 oder so und der macht ein Experiment und dann sagt er, ja, war nicht so gut diese Saison. Dann hat er noch ein Dutzend. Wenn bei mir ist da schon am Ende der Fahnenstange, ja. So langsam. Und da kann ich nicht, ich mache mal ein Experiment mit dem und ich mache mal ein Experiment mit dem, wenn ich schon was habe, was ziemlich gut funktioniert. Dann ist es mit dem Hauber aus dem Dach, Batz in der Hand. Weißt schon? Da denkt man sich lieber, ich mache das, was funktioniert hat. Damit bin ich immerhin 14. Platz auf der Welt geworden, anstatt dass ich jetzt versuche, irgendwelche Hasen aus dem Hut zu zaubern, damit ich 12. werde und am Ende bin ich gar nicht mehr dabei, vielleicht beim Mr. O, weil ich keinen Wettkampf gewinne. Ja, ist schwierig. Es gibt ja auch nicht so viele Namen. Ich denke so an Coaches wie einen Hani Rambot, der einen Chris Bumstead übernimmt, der schon top-notch ist, der eigentlich nicht weiter nach vorne kann und den dann nochmal besser macht. Das ist ja auch so eine unfassbar krasse Verantwortung für den Trainer. Du kannst ja nur verlieren eigentlich. Ja,
das fand ich sowieso echt krass für den Hani. Wie du sagst, der andere ist schon der Beste auf der Welt. Und normalerweise würde ich da sagen, was soll ich dir da helfen? Also, ich habe mal mit dem Chris Cicido geredet. Mhm. Und da hat er mich angeschaut, hat gesagt, what am I supposed to do? You're already prepped. Und dann dachte ich mir so, wird schon. Mhm. Und dann, weil der Chris Cicido, ich glaube, der macht mit den Leuten nicht so viel Offseason. Der macht immer nur Wettkampfvorbereitung. Ja, da lässt er die so relativ viel machen. Du hast ja bestimmt dich auch mit Chris ausgetauscht. Ja, ja, genau. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob wir mal eine Prep machen wollen. Das war ganz lang her. Das war 2013 auf der FIBO. Dann hat er gemeint, was ich von ihm will, Mann. Ich bin ja schon in die Prep. So wie ich da rumgelaufen bin, einfach war ich schon. Und dann hat er, mach einfach weiter. So, ja. Dann sagt mir so, ja, okay, ja. Vielleicht hat er bloß keinen Bock gehabt. Vielleicht. Naja, aber es stimmt ja, du bist ja dauerhaft in der richtig guten Form, das wird er gemeint haben. Eventuell also hat er nochmal so, irgendeinen anderen Ansatz. Über so Diät mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja. Ich meine, in 11 Wochen ist dieser M-Pro-Wettkampf. Sollte ich Lust haben, da mitzumachen, ich sage jetzt nicht, dass ich da mitmache, dann muss ich mir mal so 6 Wochen vorher muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich da mitmachen will. Weißt schon? Und dann muss man halt... Das sind andere schon 6 Wochen im Prep. Ja, da stelle ich dann ein paar Sachen um und dann ist nicht so großer Sprung so. Und dann gehe ich ein bisschen mehr spazieren, so Zeug. Und dann nehme ich 5 Kilo ab und dann passt's. Ja, lass ein paar Sachen weg, die Wasser ziehen und so. Aber ja, in der Off-Season, das Problem ist halt vor allem auch mit meinen Hüften, also mit den Umständen, mit denen ich leben muss, sag ich mal. Nicht, dass es dir zu schlimm ist. Aber das ist so individuell, dass ich glaube, die meisten Coaches haben da auch überhaupt keinen Bock drauf. Weißt schon? Weil es gibt Tage, da kann ich perfekt trainieren nach Plan und andere, da geht überhaupt nichts. Da muss ich alles über den Haufen schmeißen. So. Und wenn ich dann jedes Mal sage, hey, was weiß ich, mit wem ich zusammenarbeite. Ich konnte nicht das machen wegen dem und dem und dann habe ich das gemacht wegen dem und so. So musst du halt dann jeden Tag auf die Umstände reagieren, die dein Körper dir vorgibt. Ist bei mir jeden Tag so. Wenn ich ins Training gehe, auch ernährungsmäßig und so, ich nehme immer nur das, was ich kriegen kann von meinem Körper. Und wenn es sein muss, gebe ich ihm auch mal was zurück. Ja. Und ich kann nicht mehr fordern, als mein Körper an dem Tag hergibt. Weil dann weiß ich, irgendwas geht schief. Ob es jetzt, wie gesagt, verdauungsmäßig ist oder verletzungsmäßig und so. Das heißt, es ist auch ziemlich schwer, mich zu coachen. Man müsste schon fast mit jemandem, mit mir zusammenleben, um jeden Tag zu sehen, heute ging das, morgen, also das ging nicht und so weiter. Ja, so wie Kai Green mit Oscar Arden früher. Ja. Ja. Und ich glaube, so ist es auch so gut wie immer bei so wirklich guten Profis, also wirklich weit entwickelten Profis, die tief in ihrer Karriere drin sind, dass du nicht mehr einfach nur so ein Coaching machen kannst, so wie, okay, Brust, Rückbank drücken, Flachbankmaschine, Kabel ziehen über Kreuz und Dips. 3 Sätze von jedem, 8 bis 10 Wiederholungen.
erste Mahlzeit das, zweite Mahlzeit das, dritte Mahlzeit das, vorm Training den Shake, während dem Training bla bla bla. Weißt schon, das glaube ich, so einen Ansatz kann man nicht mehr machen irgendwann. Das ist so wie bei Formel-1-Rennen. Auf einmal fängt es an zu regnen. Dann musst du Reifen wechseln. Und an dem einen Tag siehst du, oh, heute ist so Außentemperatur so und so viel, Asphalttemperatur so und so viel, da müssen wir die Reifen aufziehen. Weil schon, da kann man nicht sagen, ah, wir fahren jetzt das ganze nächste Jahr nur mit den Bridgestone, was weiß ich, wie hart Dings da Reifen, sondern geht bei jedem Rennen anders. Hm. Ja. Und so ist es halt auch bei so Sportlern, ich glaube, in jeder Sportart, du kannst nicht einfach sagen, okay, Mann, die nächste Saison ist jetzt das. Auch wenn ich manchmal so Kunden habe und ich bereite die auf Wettkämpfe vor oder so und die sagen dann, ah, kannst du mir vielleicht schon mal sagen, was wir in der Peak Week machen? Und wir sind 4 Wochen vor dem Wettkampf. Denke ich mir, nein, kann ich nicht. Woher soll ich das wissen? Hm. Also ja, wann weißt du das? Ja, ich am Montag in der Früh weiß ich, was wir am Montag in der Früh machen. Je nachdem, wie du da aussiehst. Hm. Und dann spätestens 2 Mahlzeiten später muss ich wieder wissen, wie du aussiehst. Hm. So. Wird schon. Hm. Und dann verstehen die das nicht. Und denken sich so, ja, warum kriege ich warum kriegt mein Kollege von seinem Coach 3 Monate im Voraus den Ernährungsplan? Denke ich mir, ja, weil der Coach, keine Ahnung. Ja, aber dann wäre eigentlich ja ein Chris Aceto, wie du gesagt hast, ein gutes Match. Der lässt einen doch in der Offseason, glaube ich, machen, was du möchtest, sowohl vom Training als auch von der Ernährung. Auch in der Prep kannst du trainieren, wie du willst. Ich habe jetzt von Chris mitbekommen, der gibt ihm echt keine Vorgaben, was Training angeht. Ja. Du brauchst ja eigentlich, was du brauchst, ist ja ein Peak Week Master. Ja, sowas, jemanden, der dich die letzten Wochen der Diät ganz genau beobachtet und sagt, pass mal auf, heute machen wir das. Heute machen, mach mal lieber, glaub heute. Der Chris Aceto macht das auch so. Ja. Ich habe mit mehreren Leuten geredet. Der schaut die an und dann sagt er, wenn du heute ins Training gehst, mach nur 60%. Ja. So. Und lass Cardio weg nach dem Training. Und iss einen Apfel nach Mahlzeit 3 oder so eine Scheiß. Ja. Also wirklich so blöde Sachen. Aber und grün. Ich habe auch schon Sachen gehört, so die nächsten 3 Tage mach 50 Milligramm Anadrol vorm ins Bett gehen. So. Aber er sagt auch gar nicht dazu, das warum? Weiß ich, das, ja. Nein, er sagt nicht dazu, der sagt nicht vor der Diät, vor dem Wettkampf, vor der Vorbereitung, also hab das und das und das und das auf Lager, falls es so ist, falls wir das brauchen. Sondern der sagt einfach so, 4 Wochen vorher, pass mal auf, die nächsten 3 Tage, das und das. Also, wenn du nicht irgendwie so versorgt bist, dann ist so, ja, okay. Ist schon. Aber, und was das Training betrifft, gell, ich habe mal mit der Dusty Henshaw, er hat mal den Chris Aceto gefragt, ob er irgendwelche Vorschläge hat, wie er trainieren soll. Dann meinte der Chris anscheinend, ja, fucking hard. Ja. Ja. Aber so jemand in der Richtung, wenn der dann auch wirklich Bock hat und sich meine Unterwäschebilder jeden Tag anschaut, 2-mal, weißt schon so, ja, dann das wär cool. Weißt du, was ich meine? Da bist du doch an der besten Connection. Warum hast du nicht mal über den Chris gefragt, so? Kannst du doch auch direkt fragen eigentlich. Kann mir nicht vorstellen, dass er Nein sagt. Aber dann denke ich mir wieder, ich mache lieber alleine. Weil wenn ich dann drüber nachdenke, dann bist du dann in Spanien, weißt schon, guckst in den Spiegel, denkst dir, ja, ich mache jetzt so und so. Aber bevor du dann das machen darfst, musst du erstmal Fotos machen, die dem
die dem schicken, warten auf seine Antwort und so. Und dann denke ich mir so, Mann, ich kann alleine entscheiden, wie viel Hühnchen und Wasser und Dings. Komme ich mir blöd vor irgendwie dann. Mhm. Dann jetzt nichts gegen den Tim, ja. Tim, nimm es mir nicht übel. Ja, ich mag dich, gell. Aber wir sind da in Italien und er ist im Training. Er hat 7 Leute dabei, die ihn anschauen. Also ohne Scheiß. Hm. Ich bin da alleine in dem Studio. Meine Frau trainiert irgendwo anders, ja. Und er ist da und postet mit 7 Leuten, die ihn anschauen. Also wirklich. Also, du nimmst mir nicht übel, Tim, gell. Und dann, ich mir so, allein den Stress mit so vielen Menschen um mich rum. Ja. Weißt du, du bist da 2 Tage vorm Wettkampf und musst dir ständig 7 Meinungen, also wirklich 7 Meinungen hören. Ja. Der Roland Schirlock, der Manuel Bauer. Oh. Manuel Bauer, seine Freundin. Roland Schirlock, seine Frau. Ja. Dagmar. Manuel, tut mir leid. Dann guckt ihn noch der Dings an. Der Matthias. Wer ist der? Der andere Profi. Hollweg. Genau, Hollweg. Und dann der Matze. Weißt schon? Und alle stehen dann drum und schauen ihn an und sagen, oh ja, toll, mach mehr so. Der eine sagt, mach mehr so. Und dann, oh, mir so, boah, da wüsste ich überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Dann wäre ich total nervös. Mhm. Weißt schon? Und dann denke ich, und ich war da alleine, hab in den Spiegel so geschaut, hab nur mein Bein angeschaut, dachte mir, ah ja, bisschen flach, ist mal noch, ich darf auf jeden Fall nicht schauen, dass ich abnehme, die nächsten 2 Tage. Mhm. Aber du weißt schon, oh, wäre mir zu, ist mir zu viel Trubel. Mhm. Weil ich, ganz ehrlich, Ich mache seit 20 Jahren Bodybuilding. Seit 20 Jahren. Und ich weiß, glaube ich, schon, also bin ich wieder, sind wir wieder bei Arroganz. Ja. Ich weiß schon, was ich machen muss. Und wenn ich so Fehler mache, dann ist es meistens bloß, weil ich mich nicht getraut habe. Und oder weil ich unsicher war. Aber das hätte dann auch keinen Stefan Kienzel mehr gerichtet. Weil dann wäre ich immer noch unsicher gewesen. Was wäre denn ein realistisches Ziel bei einem möglichen nächsten Mr. Olympia, jetzt wo du ja eine Benchmark-Platzierung hast sozusagen? Also Top 10 wäre schon cool. Da meine ich mit wirklich, ich meine halt 10. Platz wäre cool. Ja. 10. Platz wäre nochmal cool. Je nachdem, aber das wird schwer, sage ich dir. Weil es wird nicht einfacher. Die Jungs werden immer besser. Ja, du brauchst ja doch so ein bisschen Glück, was das Teilnehmerfeld angeht. Mhm. Ich sag mal so, so den Andrea Bressi und den Theo, den hättest du schlagen, die hättest du beide schlagen können. Also da ist es jetzt nicht so, dass du sagst, da musst du Glück haben. Nee, da brauchst du einfach auch selber ein gutes Paket und das liegt ja in deiner Hand. Ja, dann, wenn es nach weiter oben geht, es ist echt schwer. Also die Leistungsdichte ist schon krass. Ja, also ich denke auch, so Leute wie den Presti und den Theo. Ich meine, den Justin Shire habe ich auch geschlagen. Ja, und der war so ein bisschen mein Dark Horse, da ist gar nichts passiert. Genau, aber den habe ich auch geschlagen. Weil schon so, ja. Solche Leute, die sind alle so auf meiner Ebene und da ist es dann wirklich so, ja, Tagesform abhängig, wer hat einen besseren Tag erwischt, wer nicht. Und so, und da kann sich dann die Platzierung schon verschieben. Ich meine, ich habe den Theo im Vorfeld vor den Wettkämpfen auch 2-mal geschlagen. Eben. Ja, nicht so, das ist das erste Mal, dass der sich vor mir platziert hat. Ja. Und dann ist es mehr so eine, ja, wie gesagt, das ist so eine Mischung aus Glück und Verstand. So. Ja. Aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, also dass ich so jemanden schlage wie jetzt den Samson Dowder oder den Nick Walker oder irgendwie so. Vergiss es. Ja.
Da ist dann nochmal eine Kluft dazwischen. Ja, da muss man schon ehrlich sein. Ja. Oder diesen Rubiel-Dingster. Mhm. Ja, also ganz ehrlich mal. Das ist so noch eine Stufe höher. Mhm. Ja. Deswegen, da muss man sich auch keine Illusionen machen. Ja, also, dass man einfach mehr Stoff nimmt oder besser trainiert oder irgendwie so. Lustigerweise, Bodybuilding ist auch der einzige Sport, wo die Leute denken, ja, wenn ich mehr nehme, dann kann ich auch so aussehen. Ja. Wie heißt der Typ nochmal, der da disqualifiziert wurde bei den 100 Metern? War so ganz berühmte Story. Du meinst damals bei Seoul, oder? Mhm. Was war das? Irgendwie 88 oder so? Ja. Ich glaube, Carl Lewis hat dann damals die gewonnen, oder? Ja, genau. Und der andere wurde disqualifiziert. Und der wurde positiv getestet auf Vince Grohl. Ja, war es nicht Ben Johnson? Ja, genau. Ja, ich glaube, es war Ben Johnson. Der wurde ja positiv getestet auf Vince Grohl. Ja. Okay? Hey, weißt du, wie viel Vince Grohl ich schon genommen habe? Und ich lange nicht an dem seiner 100-Meter-Dings dran bin. Ja. Egal, wie viel Vince Grohl ich nehme, ich werde nicht mal annähernd so schnell laufen können wie der. Mhm. Aber ein Bodybuilding ist so, wenn du da denken alle, ja, wenn ich das gleiche nehme wie der, dann sehe ich auch so. Ja. Das ist natürlich auch irgendwo ist es natürlich auch ärgerlich und auch so ein bisschen ernüchternd, dass man nicht mehr machen kann, was in seiner eigenen Hand liegt und es dann nur noch auf Genetik ankommt am Ende. Ja, aber du musst überlegen, ist in jeder Sportart so. Ja. Doch, ich bilde mir auch nicht an, dass ich in der NBA spiele. Nee. Aber wenn ich 2,20 Meter groß wäre, dann wäre ich in der NBA dabei. Mhm. Also, ja. Wenn ich das gleiche investieren würde, wie ich in Bodybuilding investiert hätte, garantiere ich, dass ich in der NBA spielen würde. Mhm. Weißt schon? Wenn ich halt 40 Zentimeter größer wäre. Ja. Ja, kannst halt nichts machen. Aber das ist halt schon irgendwie doof. Und dann kommt jemand anderes, der vielleicht so, was den Stoffkonsum angeht, ein Drittel von Aufwand betreibt und dich in 3 Jahren überholt, so gefühlt. Und sein Essen nicht abwiegt. Ja, jetzt guck dir und mal diesen Rubiel an. Und nur so ein bisschen trainiert so. Ja. Denkst du, das kann nicht wahr bleiben. Hm. Ja. Hast du mal Bock auf eine Arnold Classic-Teilnahme? Beziehungsweise stand das schon mal im Raum? Ich habe schon mal mitgemacht. In 2016. Aber bei der Asien. Ja, das war Hongkong, oder? Ja. Ja. Aber so Ohio. Arnold Classic. Ja, hätte ich schon Bock. Weil ich war einmal bei den Amateuren dabei. Ich weiß, ja. Und das wäre schon cool, aber da muss man sich immer vorher bewerben. Dieses Jahr war es blöd, weil ich ja gerade erst operiert wurde. Mhm. Wenn, dann vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Aber weißt du, ich wurde im Dezember operiert und wann ist die Arnold gewesen? Die ist immer so Ende Februar, Anfang März. Ja. Mann, da wusste ich, dass ich nicht in 8 Wochen fertig bin. Ja. Aber das ist gar nicht so unrealistisch, oder? Also ich glaube, die nehmen schon auch mal den ein oder anderen interessanten Charakter und du hast ja trotzdem international schon auch eine Followerschaft. Ja, also ich glaube schon, wenn ich mich bewerben würde, vor allem Deutscher war auch schon lange nicht mehr dabei. Ja, die wollen ja auch immer aus unterschiedlichen, also vielen unterschiedlichen Ländern haben. Mhm. Du musst überlegen, als der Luke Sandow zum ersten Mal mitgemacht hat, da wusste auch keiner, wer der Luke Sandow ist. War in 2018, oder? Ich glaube, oder? Ja, 18 oder 19. Nein, 19 war es nicht. Dann war es 18. Mhm. Ja. Da hat er auch rasiert eigentlich schon. Da wusste auch keiner, wer das ist. Man hat da auch mitgemacht. Man musste sich einfach nur bewerben und dann schauen wir mal, vielleicht nächstes Jahr. Mhm. Wer ist für dich Stand heute persönlich, ohne diesen Konkurrenzgedanken,
so der beeindruckendste Bodybuilder, der noch aktiv ist? Du hast ja ein paar gesehen letztes Jahr, war es auf vielen Wettkämpfen, war es Backstage. Was war denn so, wo du drauf geguckt hast und gesagt hast, Alter, das ist krass? Es gibt viele Leute und alle haben ihre eigenen Sachen, bei denen sie hervorstechen. Ich finde den Derek Lunsford richtig brutal. Ich kannte den ja schon vorher von Animal. Ich habe auch schon ein paar mit dem trainiert. Da fand ich ihn schon brutal. Er hat so richtig komische, so richtig runde Muskeln überall. Also ganz, alles ist so aufgeblasen, dick, rund, so richtig, sieht so Phil Heath-mäßig aus, teilweise. Nur nicht mit so einer, mit dieser samtigen Haut, die die Schwarzen halt haben, gell? Mhm. Den finde ich richtig beeindruckend. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen den Derek. Aber dann gibt's halt wieder Leute, die haben so ihre eigenen, so Qualitäten. Zum Beispiel der Charles Griffin, beeindruckend. Er hat so, auch so komische Muskulatur, die liegt so ganz, vom Nahen sieht die ganz, ja, speziell aus. Kann man auch schwer in Worte fassen. Aber ich würde sagen, im Gesamten den Derek Lunsford. Das ist ja so der Beste quasi. Und dann halt beeindruckend, wenn du das von Nahen siehst, ist halt der Rubiel. Es ist so, da ist das nur noch abartig. So, wie kann es sein? So, dass du Kopfschütteln wieder aussiehst. Ja. Da denkst du echt, der hat einen Gendefekt. Ja, sowas, genau. Ja. Das ist so richtig so in der, das ist so das, was man sich da denkt, so, wie kann das, brutal, einfach. Mhm. Aber es ist halt nicht so wie der Derek, wo das ästhetisch verrückt aussieht, wie die He-Man-Figuren früher, sondern bei dem, das ist mehr so wie so ein Monster halt. Schon. Freunde, es geht sofort weiter für euch mit dem Gannikus Podcast. Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Mit dem Code PODCAST spart ihr 10% auf alle unsere Supplements im Gannikus Shop. Bedeutet, ihr bekommt immer den besten Kurs auf Top-Produkte und unterstützt außerdem noch ganz automatisch dieses Format hier. Wenn du so ein Lob verteilst, wie beispielsweise Justin, spielt da in deinem Kopf eine Rolle, dass ein Athlet wie er mal an dir vorbeiziehen kann? Weiß nicht. Weiß nicht. Ich habe auch schon zum Mike gesagt, wenn er mal hart werden würde, dann wäre er besser als ich und der Tim und der Emir. Und so. Weil der hat alle Muskeln. Nur dieses Jahr, wo er mitgemacht hat, war er halt nie hart. Und das habe ich gesehen, wenn ich bin hinter ihm auf die Bühne gegangen, ein paar Mal oder so, bin so da gestanden. Und der hatte unten am unteren Rücken noch so richtig so, konnte man noch so richtig so greifen. Und wenn er das nicht gehabt hätte, wenn er so richtig Terran, also weißt schon, so richtig eingefallen wäre, so, also trocken, dann wäre auf jeden Fall hätte er alle hinter sich gelassen. Mich, den Tim, den Emir, den Dennis, da wäre gar keine Frage gewesen, wer der Beste. Weil der hat auch keine Schwächen. Das ist nicht so wie bei mir, dass er keinen Rücken hat. Der hat brutalen Rücken. Der hat brutale Beine, gute Arme, gute Schultern. Palier ist okay. Ja. Und bei allen anderen kannst du sagen, ah, der hat keine Beine, der hat einen schlechten Rücken, dem fehlt es noch insgesamt an Masse. So, ja, aber beim Mike ist gar nichts. Beim Mike ist nur halt nicht hart genug. Und das ist eins von den Sachen, die man halt in der Hand hat selber. Weil zum Beispiel
manche Leute können nichts machen für schlechte Beine oder keine Waden oder irgendwie so. Oder hohen Latt oder so. Aber wenn du nicht hart bist, dann bist du halt nicht hart. Das gibt nichts Genetisches. Ja. Also ich glaube, der Mike ist besser als ich. Wenn er seine Karten... der Mike ist auch besser als der Tim und besser als der Emir und besser als der Dennis. Wenn er das auf die Bühne bringen würde, was er meiner Meinung nach potenziell auf die Bühne bringen könnte. Mhm. Ich sage Dexter den Justin nicht, weil der ist ja noch kein Profi. Mhm. Aber der Justin hat auch alles. Weißt schon? Mhm. Nur ist halt noch vielleicht ein bisschen noch nicht so weit entwickelt. Er ist auch erst 25. Genau, dem fehlen noch ein paar Jahre. Mhm. So. Mhm. Wie gehst du damit um, nicht für immer den Körper zu haben, den du aktuell mit dir rumträgst? Ist das überhaupt in deinem Gedanken gut vorhanden, sowas? Nein, ich kann nicht so Gedanken haben. Hm. Mit Energieverschwendung. Hm. Weißt du, was ich meine? Also das, da will ich auch gar nicht weiter drüber reden, weil das ist so, das ist jetzt unwichtig. Hm. Ja. Aber ist der eh so... Common Sense und auch Given Fact, dass es irgendwann mal so ist, so braucht man sich jetzt eigentlich in dem Moment keine Gedanken drüber machen. Das ist bloß Wetten. Das ist wirklich also zur Zeit ist unwichtig. Mhm. Ja. Mhm. Gibt es Dinge in deinem Leben, auf die du keine Lust hast? Steuern. Und wie motivierst du dich dafür? Bezahlt jemand anders dafür. Ja. Aber du hast schon, glaube ich, wenn ich so dein Leben angucke, relativ viel ausgesiebt und eliminiert, worauf du keine Lust hast. Ja. 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 Also, das war immer das Ziel immer. Wenn mich irgendwas nervt, versuche ich es zu delegieren oder jemanden dafür zu bezahlen, dass er es macht. Mhm. So. Mhm. Was ist das Wertvollste in deinem Leben, hat jemand gefragt. So eine tiefgründige Frage. Ja, wir müssen auch noch ein bisschen philosophisch werden. Kann man ja aus vielerlei Hinsicht betrachten. Also du kannst ja sagen, was ist so monetär, finanziell gesehen das Wertvollste in deinem Leben, aber auch einfach im übertragenen Sinne. Ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir müssen die nächste Frage machen. Was ist Luxus? Luxus? Haben wir letztes Mal schon gesagt. Das stimmt immer. Ja. Luxus für mich ist und ist immer noch so, wenn ich zum Einkaufen gehen kann und ich muss nicht auf das Preisschild gucken. Und das ist heutzutage in der Welt, in der wir leben, sehr großer Luxus. Mehr als goldene Wasserhähne und so ein Schwachsinn, ja, oder Uhren. Ich gehe zum Einkaufen, ich weiß, was ich gerne essen möchte und es ist egal, was es kostet. Das ist für mich der größte Luxus, den es gibt. Und auch sehr befreiend. Dass ich nicht, so wie manche Leute, jeden Cent umdrehen muss und mir überlege, was ich esse und wie viel und vorher mein Essen oder mein Budget auslegen muss für, ich habe so und so viel für die nächste Woche. Sondern wenn ich irgendwas möchte, egal was es ist, kaufe ich es mir. Das ist Luxus. Ist es nicht dann auch irgendwo wertvoll, sich das so ermöglichen zu können? Kann man sagen, ja. Kann man sagen. Finanzielle Freiheit. Hm. Natürlich ist die auch begrenzt. Ich kaufe mir jetzt keinen Ferrari oder sowas. Ja, das kann ich mir immer noch nicht leisten. Aber was so die
die Grundbedürfnisse betrifft und etwas darüber hinaus. Also du hast wirklich kein Limit, sag ich mal, beim Essen. Ich rede jetzt nicht von Bullshit, dass du sagst, ich fresse jeden Tag bloß noch Wagyu. Ja, genau. Ich habe auch ans Wagyu-Fleisch gedacht. Ja. Ich habe kein Limit, was du, was jetzt, ich sage mir mal, wenn ich jetzt Bock habe, ich will Filet Mignon essen. Dann ist es nicht so, oh, wenn ich mir das jetzt kaufe, dann kann ich die nächsten 3 Tage, muss ich ja Schlemmerfilet essen. So, weißt du, ich meine, ja. Sondern das macht nichts, wenn ich dann einmal 45 Euro pro Kilo Filet Mignon bezahle. Wird das jetzt nicht jeden Tag essen, aber wenn ich will, dann geht's. Ja. Gibt es Tage, an denen du dich fragst, ob oder auch wie lange dich dieser Hardcore-Bodybuilding-Lifestyle noch erfüllt? Hast du manchmal so gar keinen Bock mehr drauf? Nein, aber es gibt Tage, wo ich im Auto fahre und mir die Tränen kommen bei dem Gedanken, dass ich das irgendwann nicht mehr machen kann. Also genau das Gegenteil. Gerade wollte ich sagen, es ist das krasse Gegenteil. Passiert mir schon mal. Dann fahre ich so im Auto und denke mir, so 4-5 Jahre, dann werde ich traurig. Das ist ja auch unfassbar viel Zeit, die du dann anders füllen musst irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. Jetzt sind wir bei dem überlegen, was ich nicht überlegen wollte. Ja, mich würde interessieren, das hatte ich hier noch auf der Liste, das fand ich irgendwie komplett paradox und ich wusste nicht, wo das herkommt. Weißt du, wie das in Umlauf kam, dass irgendjemand gesagt hat, du beendest dieses Jahr 2024 deine Karriere? Nein, aber es ist absoluter Schwachsinn. Ja. Also das habe ich auch gehört, aber es ist total an den Haaren herbeigezogen. Das war ja voll random auf einmal. Das kam so raus und ich dachte, hä? Ich habe auch so gedacht, so, das hat jemand zu mir gesagt und ich habe das gehört und dachte mir so, echt? Wusste ich nicht. Ja, manchmal gibt es ja so Sachen, da redest du mit irgendjemandem drüber und denkst dir im Nachhinein, boah, scheiße, das hätte ich dem nicht sagen sollen. Jetzt ist das irgendwie durchgesickert. Aber wenn du das so sagst, gab es das ja gar nicht. Dann muss irgendjemand sich das ausgedacht haben. Absolut. Absolut ist ausgedacht. Ist ja komplett krank. Ich sag dir einmal, gehe ich ins Team Anruf Forum rein und dann steht da, hey, Roman Fritz ist im Knast. Dann sagt der Nächste, dann schreibt einer drunter, ja, stimmt, habe ich auch gehört. Dann schreibt ein anderer drunter, der mit mir trainiert hat, also immer zur gleichen Zeit, der heißt Markus, sagt so, ich war vorher noch im Superfit, da hat er trainiert. Gell? Und dann so, dann ging diese Diskussion halt noch ein bisschen weiter. Gell? Aber auf jeden Fall hat einfach da einer einfach reingeschrieben, hey, Roman Fritz ist im Knast. Dann sage ich, hab ich das gelesen? Wieso? Kann man das? Also, wie kommt das denn? Und dann schreibt noch ein anderer und bestätigt es. Ja? Also, da bin ich vom Training nach Hause gekommen gerade und guck so beim Essen so ein bisschen in das Forum rein und lese, denke so, was geht los? Ja. Aber das war auch mal so eine Geschichte. Aber muss man sich bei sowas nicht wirklich dann ermahnen, um dann nochmal an den Anfang zu gehen mit diesen negativen Kommentaren, einfach darauf zu scheißen und das zu machen, worauf die Leute Lust haben, die wirklich verfolgen, was du tust und die da positive Kommentare schreiben? Weil ich hatte neulich auch den Fall, das habe ich auch in einem anderen Podcast gesagt, da mit der Angie, der kommt noch raus. Du kannst ja mittlerweile gar nicht mehr sagen, ob nicht eine Person irgendwie 5 Personen im Internet ist. Ja, genau. Da gibt's ja Leute, die haben nichts zu scheißen. Die machen sich 38 Fake-Profile und du kannst ja nicht mal sagen, ob denen nicht da jeden Tag ein anderer von den unterschiedlichen Identitäten auf die Eier geht. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Du kannst es nicht ausschließen und dann darfst du eigentlich ja auch nicht davon beeinflussen lassen. Du hast schon recht. Ich sollte da eigentlich an meiner Einstellung arbeiten.
Na, ich weiß das. Also ich weiß es, dass es das gibt, weil ich mir so einbilde, das Talent zu haben, auch eine gewisse Rhetorik und so Satzbau rauslesen zu können bei manchen und auch dann zu wissen, was... Ich bilde mir auch ein, zu wissen, dass ich manchmal weiß, welche Person steckt hinter welchen Kommentaren im Real Life jetzt. Und dann frage ich mich so, Mann, was ist eigentlich dein scheiß Problem, dass du dich hinter so einer anonymen Internet-Identität verstecken musst, um das jetzt zu sagen, was du sagen willst. Sag's doch unter Klarnamen. Und dann weiß ich halt schon wieder nicht mehr, wie viele von dir gibt's jetzt von deinen schizophrenen Persönlichkeiten. Ja, das stimmt. Oh. Das ist krank. Also ja. Das sind die Leute, die anderen immer sagen oder die dich analysieren psychisch per WhatsApp-Nachricht und sagen, geh mal zum Psychiater oder zum Psychologen. So, Bro, ja, genau. Geh du mal zum Therapeuten. Geh ihr mal zum Psychologen. Ja. Du hast M-Pro gesagt schon. Welche Wettkämpfe hast du geplant dieses Jahr? Gibt es schon so einen kleinen Forecast, ohne jetzt zu viel zu verraten? Also du darfst, aber musst nicht. Also irgendwann im Dezember ist dieser Big Man-Wettkampf, den ich schon mal gewonnen habe. Im Dezember? Ja. Okay. Da mache ich auf jeden Fall mit. Weil bis dahin bin ich schon wieder fit. Und da würde ich auf jeden Fall gern mitmachen. Davor weiß ich nicht. Also den mache ich sicher im Dezember. Aber nicht Olympia dieses Jahr? Ist es so nicht im Fokus? Nein, ich meine, den im Dezember mache ich sicher, der Rest hängt noch in der Luft. Okay, aber man kann davon ausgehen, dass du fit bist, wieder um einen Wettkampf zu machen dieses Jahr. Vor Dezember, rein theoretisch. Theoretisch, ja. Ja. Willst aber nicht mehr so viel sagen, wobei du jetzt mittlerweile eigentlich Fug und Recht hättest. Viel bist, ja. Um zu sagen... ey, ich mach dies oder ich mach jenes, weil nach diesem nicht zustande gekommenen Marathon vor 2 Jahren hast du ja letztes Jahr, also mehr geht nicht. Ja. Ich weiß noch nicht genau, bin immer noch ein bisschen unzufrieden mit meiner Entwicklung so, weil wenn ich nächstes Mal mitmache, dann will ich schon besser sein als beim letzten Mal. Mhm. Und nicht so genauso. Ich will dann schon Fortschritt sehen. Wird schon. Und deswegen gucke ich jetzt mal einen Tag nach dem anderen. Und wie gesagt, für Vorbereitungen brauche ich ja nicht lange. Was schätzt du denn als realistisch ein? Wie viel Muskulatur kannst du draufpacken? So stage ready? Mein schwerstes bis jetzt war 122. Aber da war ich nicht so hart, wie ich es mir vorgestellt habe. Also 125 wäre cool, aber so hart, wie ich immer bin. Mhm. Und letztes Jahr war ich immer so zwischen 119, 20, 18, so in den Dreh. Ja. Das ist so ganz gut. Jetzt mal so ganz, ja, cool. jetzt mal so ganz direkt gefragt, ist das jetzt von 122 nicht ganz so hart auf 125 hart? Am Ende nur eine PED-Frage? Ja, so eine Mischung aus leistungssteigernden Substanzen, wie du sagst. Und je länger man dieses Gewicht halt hält, weil wenn ich nur kurz hoch bin und dann gleich wieder Diät mache, dann fliegt mir das wieder weg. Hm. Muss schon länger auf diesem Niveau sitzen bleiben, dass es halt fest wird, sag ich mal. Und deswegen will ich auch nicht so schnell jetzt wieder da einsteigen, weil wenn ich jetzt was aufgebaut habe, paar Kilo vielleicht, dann sind die gleich wieder weg, wenn ich jetzt schon wieder runtergehe. Mhm. Vor allem weißt du ja, je länger man oder je mehr Muskelmasse man hat, desto leichter oder desto verschwenderischer ist der Körper mit der, weil es ist ja nicht angenehm für den, das zu halten. Ja. Man muss den schon, also mehr oder weniger ein bisschen auf dem Gewicht hoch zwingen und auch zwingen, da zu bleiben. Das war was anderes wie früher, wenn ich so Wettkämpfe gemacht habe mit 100 oder mit irgendwas, weiß noch, da, wo ich deutscher Meister geworden bin, 86 und so, und da konnte ich überhaupt nicht mehr abnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber dann, wenn du 100,
20 hat und das heißt 40 Kilo zusätzliches Fleisch, dann der Körper will das nicht unbedingt. Der braucht es nicht. Ja. Das ist schon so eine Sandburg, die man da mit sich hochbringt. Ja. 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 Gehst du auf die FIBO dieses Jahr? Das vielleicht als Abschlussfrage. Nee. Bis jetzt noch nicht. Weil Big Zone dich nicht. Big Zone macht keinen Dank. Und die von der FIBO haben mich gefragt, ob ich da so ein Meet and Greet machen will. Mhm. Wieder mit dem Urs und so zusammen. Weil schon. Aber irgendwie, ich habe dann auch gesagt, ja. Und irgendwie hat sich das dann im Sande verlaufen und ich habe nichts mehr von denen gehört. Deswegen, ja. Da sind wir so im selben Boot. Ich glaube, die haben unfassbar viel zu tun. Ich wurde wirklich auch proaktiv selbst angeschrieben von denen, dass die PR-Beraterin oder Managerin sich mal mit mir unterhalten will. Und dann habe ich so gesagt, so ja, easy, hier ist meine E-Mail. Das war im Anfang Februar. Dann habe ich irgendwie Anfang März gesagt, so ey, wie sieht's aus? Ich würde am Samstag kommen. Was kann man machen? Auch nichts gekommen. Ja, so genauso ähnlich war es bei mir auch. Also wenn die das hören und ihr habt noch Bock, ich stehe zur Verfügung, ich habe nichts zu tun, gell? Mhm. Aber ich will mir da jetzt keine Eintrittskarte kaufen selber und dann einfach da rumrennen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe auch gesagt, so ey, stellt mir mal bitte ein Ticket aus, schreibt da Garnikus drauf, ich bin am Samstag eh da, so. Da können wir gucken, was man machen kann. Genauso würde ich es auch machen. Ja. Ja. Aber jetzt nicht. Ich glaube, es ist eben ausverkauft, oder? Ich weiß gar nicht, aber für Roman Fritz und für mich gibt es wahrscheinlich noch ein Ticket. Also egal, ob ausverkauft oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dich drum schlägst, auf der FIBO zwischen riesengroßen Menschenmengen rumzulaufen, oder? Nein, aber ich mache schon gern. Also wenn ich gefragt bin, nee. Also die Leute wollen mich ja sehen und es macht auch Spaß. Es ist ja nur ein Tag. Mhm. Ja. Oder zwei. Auf jeden Fall. Das ist ja nichts Schlimmes. So. Das mache ich auch gern dann, wie gesagt. Aber ich will jetzt da nicht so einfach so rumlaufen, ohne irgendeinen Stand oder sowas und dann da gucken. Ja. Weil ohne Funktion, ohne Ziel. Ja, für Nahrungsergänzungstempels einsacken, so, das habe ich noch nie gemacht. Hm. Auch früher nicht. Ja. Aber FIBO war doch bestimmt auch früher cool, so mit Animal, oder? Ja, es war endcool. Ich sag's dir. Ist echt so die einzige Supplement-Marke, wo ich sag, die haben so, weiß ich nicht, so Flair, so Vibe. So dieses Hardcore. Es geht mir immer noch so ein bisschen ab. Ich fand auch die Produkte nie so endgültig geil für die Marke. Also was man hätte draus machen können, weißt du, wie ich meine? War jetzt nicht absoluter Bullshit immer, aber die Marke mit den Athleten und dieser Vibe, dieser Mythos irgendwie so. Das war schon ein bisschen so mythisch, wie du sagst, ja. Die haben das von Anfang an so aufgebaut. Die Leute da auch, dann warst du dort, der Evan... Der Frank. Ja. Ja, das war krass. Die haben das cool gemacht, was ihr Marketing betrifft. Hm. Manche, also Big Zone macht. John Schuett ist ja heute noch da. Ja, Big Zone macht es auch gut. Aber die sind nicht so. Die sind breiter gefächert. Schon. Die haben auch Bikini-Mädels und Figurfrauen und halt Klassikphysik und Bodybuilding, das ist so eine Mischung. Hm. Ja. Aber Animal war halt nur, bei uns gibt's nur Powerlifting und Bodybuilding. Nur brutal. Ja. Bei uns gibt keine Frauen. Bei uns gibt kein Ästhetik, irgendwas. Bei uns gibt's nur brutal. Weißt schon? Und deswegen glaube ich, die haben sich so eine Nische geschaffen, ja, wo halt viele Leute sich damit identifizieren konnten. Und da gab es dann aber auch nichts anderes. Hm. Zum Beispiel, da gab es dann,
die hatten halt, die Zielgruppe war halt null irgendwas mit Frauen. Ja. Oder ich wette, dass keine Frau die Produkte von denen gekauft hat, so von sich auch. Mhm. Die hatten doch mal die Steffi Cohen, oder? Ja, diese aber Powerlifterin. Dann, schon wieder, da war es dann schon weich. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Da ja, ist dann ja. geworden. Ja? Ja. Aber so in der Anfangszeit, wo sie sich diesen Namen gemacht haben, diese Marke geprägt haben, da waren nur brutal. Mhm. Ja? Und teilweise war es da auch so, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, dass man überhaupt nie die Gesichter von den Athleten gesehen hat. Ja, ja, klar. Da wusstest du, da hast du nur so gesehen. Unterarm. Genau, so. Ja. Ich glaube aber, das geht heute gar nicht mehr, weil die sind ja auch davon abgekommen. Mhm. Du musst, so wie das jetzt Big Zone macht, ein größeres Publikum ansprechen, um dich am Markt halten zu können. Mhm. Ich glaube, du kannst nicht einfach nur sagen, so wie die Fitnessstudios das auch machen. Du kannst nicht sagen, oh, hier ist nur Bodybuilding. Hier dürfen keine normalen, oder hier ist nichts für alte Leute oder nichts für Frauen oder sowas. Ja, sowas geht nicht mehr heute. Weil dann hältst du dich nicht. So. Wie gesagt, im Fitnessstudio ist es auch so, da ist, egal wie krass hardcore dein Studio ist, du machst es trotzdem so, dass es halt auch den normalen Leuten da gefallen könnte. Mhm. Ja. Ja. Also es war eine coole Zeit, aber Big Zone ist jetzt genauso cool. Mhm. Ja. Nur hast du noch Kontakt? Halt, ich wäre schon dabei. Ja, hast du noch Kontakt zu Leuten von der Animal-Zeit? Also so ein Frank McGrath, war da überhaupt mal so ein großer Kontakt da? Ja, ja, mit dem war ich echt gut. Bin ich immer noch. Ja. Ab und zu so mit dem so Derek. Voll traurig, irgendwie so mit dieser Dialyse-Geschichte. Ich verfolge das ab und zu und denke mir so, Mann, ey, so ein geiler Typ. Es war ja nie der geilste Athlet, aber so ein geiler Typ. Er hat da auch schon mal eine Fettleber zwischendurch. Das weiß keiner. Ja. Und ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ach nee, passt schon. Frank war cool. Ich mag den richtig. Ja. Und das ist auch immer so, wenn ich den mal wieder sehe, ab und zu, der freut sich voll und dann freue ich mich halt genauso, das ist richtig angenehm. Mit dem Evan auch, mit dem Derek, der kam erst später dazu. Aber da ist auch so, mit dem habe ich eine richtig gute Beziehung. Und mit dem John habe ich auch schon ein paar Mal trainiert, das war cool. Dann mit dem Vincenzo, weiß nicht, ob du den noch. Mhm. Ja, und halt mit den ganzen Marketing-Typen, die sind jetzt auch alle nicht mehr da. Ja. Die sind woanders hingegangen, haben ihr eigenes Ding gemacht, manche. Aber mit denen bin ich auch immer noch gut. Also das war eine coole Zeit da. Mhm. Jetzt so bis jetzt ist es aber, ich habe halt wirklich so ziemlich den besten Sponsor gerade, den ich mir vorstellen kann mit Big Stone. Weil die unterstützen mich wirklich krass. Mehr als die von Animal früher. Mhm. Ja. Und die sind nicht solche so Sklaventreiber und so ich sag mal so gemein wie andere Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das macht richtig Spaß da. Aber schon, da hat man dann auch Bock, was zu machen. Ja. Nicht, dass du dir jedes Mal denkst, wenn die sagen, ja, hier, wir haben da das und das Event. Da denke ich dir schon, scheiße. Ich will mit denen nichts zu tun haben eigentlich. Ja. Aber bei Big Zone, ich habe zum Beispiel jetzt ein Event am 6. April in der Schweiz. Mhm. In so einem Supplement-Laden. Ich glaube, das heißt Twist Nutrition Center. Also da bin ich, in Zürich oder in der Nähe von Zürich. Das wird cool. Da haben die gefragt, hey, der Chef hat mich gefragt, willst du da hinfahren? Wie schaut's aus? Ich habe gesagt, sofort. Mach ich sofort. Fahr ich hin. Cool. Ja. Und
sowas macht dann auch Spaß. Weil schon, wenn du merkst, so, die unterstützen dich und dann hast du auch Bock, mit denen zu arbeiten und halt viel zurückzugeben, so viel wie es geht. Ja. Ich wollte schon sagen, es war ja auch schon mal anders. Ich habe die Story ja auch mitbekommen. Da warst du nicht ganz so glücklich und nicht ganz so kooperativ, weil halt einfach auch die anderen Parteien nicht so kooperativ waren. Da hast du ja auf jeden Fall einen Fortschritt gemacht. Das freut mich. Danke. Ja. Roman, an der Stelle auch vielen Dank für deine Zeit heute. Bestes Gelingen für alles, was du dir vorgenommen hast. Und ich hoffe ja, wir sehen uns beim Mr. Olympia im Oktober. Und auf der FIBO vielleicht. Auf der FIBO bin ich vielleicht am Samstag. Wir beide noch eine E-Mail mit VIP-Einladung und so. Ihr habt's gehört jetzt, FIBO. Also jetzt seid ihr drin auf jeden Fall. Jetzt müsst ihr euch ein bisschen committen. Roman, okay. Vielen Dank. Danke dir. Und in diesem Sinne war es das mit einer weiteren Folge des Garnicus Podcast, Freunde. Macht's gut, bleibt gesund, frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.